Gut. Würde keinen Sinn machen. G-Power, ich bin halt ehrlich. Ich habe aber auch immer schon Klartext geredet. Komplett Klartext geredet. Immer schon seit Tag 1 meiner Videos mit Gordon alles drin. Ne? Und meine Bude zu Hause auch. Ne? Also alles, was ich habe. Alles, was ich so im Monat brauche. Okay? Lass über Gurken, Ultram, Youngtimer, willst du die anderen YouTuber wachsen? Nein, moderne Fahrzeuge kommen mir nicht vor, Ben. Ich bleib bei den alten Gurken. Ich bin nicht umsonst der Gurkenkönig. Ich hab keinen Bock auf so eine neue Scheiße. Okay? Wenn mal so eine neue Karre über den Weg läuft, für den Autohandel, Arschlecken, ne? Gut, kann man machen, ne? Aber wenn wir jetzt mal, ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist, schiebe ich dann weiter so eine Karre. Aber sonst, nein. Ich bleib bei Autos, also Autoankauf bis 500 Euro. Die Dinger schrauben wir dann eigenermaßen durch und dann gehen die Dinger weiter. Weißt du, ich habe mir viele Gedanken. Ich habe unter anderem in den letzten Wochen eine ziemlich große Existenzkrise gehabt mit meinem Kopf. So, ich denke, scheiße, dann wollte der K30 ja nicht und dann wollte die ganze andere Scheiße nicht. Da muss ich ja Michi sein Auto schon ausleihen, weißt du, damit ich überhaupt irgendwie von A nach B kam, damit ich überhaupt fahren konnte, überhaupt irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Wisst, was ich meine, ne? Und da habe ich mich entschieden, Alter, was soll's? Das ist halt so. Alter, wisst ihr noch, wie das früher war in unseren alten Videos? Ganz, ganz früher. Guck mal, da hinten, das Auto hier. Ne? Wie oft habe ich euch mitgenommen? Ich bin mit dem Auto jeden Tag knapp 100 Kilometer gefahren. Ne? Jeden Tag mit der Gurke immer zur Arbeit, allen drum und dran. Da bin ich halt mal einmal im Monat liegen geblieben. Aber ich habe diesen einen Monat, wo ich liegen geblieben bin, das eine Mal habe ich den Wagen immer vor Ort zum Laufen gebracht und bin dann nach Hause gefahren. Ich bin sogar mit dem Auto nach Hause gefahren, wo damals der hier LKW die Gurke platt gemacht hat. Bin ich noch mit der kaputten Vorderachse so nach Hause gefahren. Das ist so komplett, nee Guido, ich verdiene noch normales Geld tatsächlich. Nicht nur YouTube. Also hier tatsächlich, YouTube bezahlt nicht alles hier. Ne? Aber ein Teil, also sonst euch lügen. Ne? Also ihr seid der größte Teil. Herr Henry, aber die Halle da hinten kostet über 6.000 Euro im Monat. Das ist nicht drin. Nee, aber ich bin ganz ehrlich, wie gesagt. Und das ist das Thema halt. Und ich habe ja schon mal Michi seinen Pickup da gehabt, den L200. Ne? Der stand hier ja auch, 3 Wochen stand er hier. Und ich hätte den benutzen können, wie ich wollte. Jeden Tag hätte ich mit diesem Auto fahren können. Jeden Tag. Ich habe das Auto nicht gefahren. Gar nicht. Es stand nur doof rum. Ne? Also, neues Auto, auch Erich, der kommt immer wieder, Max, komm, lass ein neues Auto tüdeln, ich mach da irgendwas für dich und wir tüdeln da was und keine Ahnung was. Will ich nicht. Ist nicht meine Welt. Weißt du, auch wenn es komisch ist. Dann bleibe ich lieber einmal mehr liegen. Natürlich meckere ich dann. Dann beschwere ich mich. Dann sage ich, alles kacke. Aber letztendlich, weißt du, einen Tag später steige ich dann in das Ding da ein, weißt du, und dann geht's weiter. Warum meine Dosen keinen Pfand haben? Moin, Mr. Moto. Ja, holländisch halt. Kommt er nicht aus Holland? Denk dran, ab nächstem Moto ist vorbei, ne? Moin, Enno übrigens. Wenn Erich einen Fabrik neuen Force Gurka ums Eck bringt, naja, dann hat er ein schönes neues Daily-Auto. Leute, wie schon gesagt, wir haben tatsächlich die alten Dinger am Start, die haben wir schon immer gehabt hier. Und, Alter, ich fahre mein ganzes Leben lang so eine Scheißkarren. Mein ganzes Leben lang habe ich nur Scheißkarren gefahren. Immer nur so Karren, 500 Euro, Resthilf, Abfahrt. Ne? Ne? Und ich bin eigentlich immer ganz gut gefahren mit dem Schrott. Und wenn der ganze Kram kaputt war, bin ich in eine andere Gurke gefahren. Mittlerweile habe ich ja sogar feste Alltagsgurken, Alter. Guck mal, der Quonweg, das ist wirklich keine 500-Euro-Karre. Ne? Der hat sich auch erstaunlich gut gehalten. Der ist schon fast wieder zu neu. Das Gute an dem ist aber, der hat noch alte Technik drin. Der geht noch. Ne? Das ist das Thema. Moin, das denn, Alter. Nächsten Morgen gibt es einen Dosen von Holland. Ja. Nächsten Monat. Also bisher ist es so, also alle Holländer haben mich schon gewarnt, die ich so kenne. Kannst du mal bitte Steffi zeigen? Ja klar, Mann, hier, da Steffi. Alles gut. Sie hat ein bisschen zugenommen. Ich habe ihr ein bisschen Keksteig gegeben, aber sonst. Guck, sie lächelt noch. Das siehst du hier, da guck. Ah, ach so, ja, gut. Ja, ich habe, hat ein bisschen großes Maul gehabt. Ich habe das eben gestopft, aber sonst war alles okay. Ja, die hat so viel geschnattert hier in der Halle, hat immer gemacht.
Da muss ich halt mit Panzertape ein bisschen. Ne, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ihr kennt das Thema. Ich weiß nicht, wie viel Pfand ich rein, keine Ahnung, aber sobald die Dosen Pfand haben, ist das interessant geworden für mich da. Ganz einfach. Petermann, Schatzi, moin du. Die pennt nicht, die hat, dir geht's gut. Ganz gut. Wie immer, ja, alles ein Grünmann. Omega kommt gleich zu, ne? Ach, was macht Erik sofort? Mit Steffi oder was? Mit Steffi losfahren. Warte, ich bring mal kurz mein Döschen. Ich bring meine Dose in die Pfandkiste. Ja, Scheiße. Ich hab keine Ahnung von Pfand. So, eingefändet. Moin Jens. Ja, alles gut, Mann. Hasis, zu mir den Timo. Ich denk, pass mal auf. Ich hab euch im Video erzählt, dass ich hinter einem Auto hinterher bin, an einer Berufsschule, was ich schon seit Jahren kenne. Ne? Das Auto gehört aber dem deutschen Staat, weil es ja einer Berufsschule gehört. Dieses eine Auto, was ich da jetzt nachfahre, habe ich mal einfach mal so im Video gezeigt, so nebenbei halt. Ne? Es gibt nur so 10 Autos, die ich auf dieser Variante jage, die ich kenne, die ich weiß, die stehen irgendwo rum. Und ich fahre einmal im Monat so eine Runde und nerv die Besitzer. Echt jetzt, ich nerv die einfach. So, klingel, moin, du hier, was ist jetzt mit der Gurke? Willst du dir jetzt loswerden? Oh, wie ist das? Nee, immer noch nicht. Okay, nächstes Mal danach. Ding, da ist Max wieder am Start. Ey, na, alles gut? Wie ist mit der Gurke? Leute, ich bin halt ein Freak, okay? Das heißt, ich jage Autos. Ne? Meine Gurke, ich habe, glaube ich, bei den Typen, die Gurke mir verkauft hat damals, locker 20 Mal geklingelt. 2 Jahre lang, bis ich das Auto bekommen habe. 100 Euro. Nee, aber so ungefähr müsst ihr das vorstellen. Das ist halt das Thema. Also, ich gebe noch viel, viel andere Sachen, die ich noch so von früher kenne, wo ich weiß, wo nach Karren auf dem Hof hinten stehen. Und ich nerv die Leute einfach. Irgendwann haben die keinen Bock mehr auf die Scheiße oder keinen Bock mehr auf mich. Und dann kriege ich die Scheiße. Oder auch nicht. Und dieses andere Ding ist ein Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und jeder, der auf dieser Berufsschule war, weiß genau, welches Auto ich meine. Fakt auf jeden Fall ist, wenn die Berufsschule sich von diesem Auto trennen sollte, dann ist das meins. Das habe ich zwar geklärt. Das ist schon mal gut, finde ich. Es klappt nicht immer, Ben. Manchmal kriegst du auch einen aufs Maul dafür. Vor allem, wenn du so nervig wirst. Aber es ist halt so. Ne? Ihr seht ja, ich bin... Guck mal, ich bin da kein... Pass mal auf. Das Ding daran ist ja voll... Ich bin ja kein Autohändler. Also ich bin irgendwie schon Autohändler. Aber ich bin eigentlich hauptberuflich Freak. Okay? Ich bin einfach ein Freak. Ich bin Automessi und ein Freak. Und mal ehrlich sein, ich habe sogar noch Spaß dran. Weißt du? Ich jag halt. Ihr seht ja, jede Karre, die hier steht, ihr wisst das, habe ich irgendwann mal gejagt. Weißt du, das ist ja so. Ne? Oder irgendwie mal irgendwie getüdelt. Oder irgendwie mal, die haben ja alle haben sie irgendwie eine Geschichte. Deswegen, wer hier im Museum ist und ich eine Führung mache, ne? Der weiß genau, dass ich zu jedem Auto hier irgendwas erzählen kann. Ein normaler Museumstyp, der so ein normales Museum hat, der hat die Autos einfach gekauft oder hingestellt gekriegt von irgendwelchen Herstellern, keine Ahnung was, und sagt, ja, guck mal, das ist ein Audi. Guck mal, der Unterschied vom Baujahr zum Beispiel ist, dass der Kotflügel jetzt da so aussieht und bei dem Baujahr so. Weißt du? Gurkenpümmel, Alter, 498, danke dir. Weißt du, und bei uns ist das halt so, ich sag nicht hier zum Beispiel jetzt bei der Gurke, das ist ein 89er Baujahr, der hat dann die dickere Säule und der hat da hinten Schraubfedern, nein, das sag ich nicht. Ich sag dann, Alter, guck mal, die Scheißkarre, guck mal, die habe ich bis dahin mal in Dreck versenkt, Alter, siehst du das? Komplett tot, dann die Reifen tot, dann habe ich die wieder gepflegt, dann bin ich weitergefahren, da habe ich noch ein Rad verloren am Trailer, weißt du, das ist so, weißt du, das ist halt die... Das ist halt das Gurkenjagen. Das ist halt ein bisschen was anderes, sag ich mal, als wenn du... Also ich bin auch kein Markenfreund. Mir sind Automarken scheißegal. Weil ich die Karre geil finde, will ich die Karre haben. Seht ihr? Hier stehen da so ganz viele Ostfahrzeuge. Ami-Karren finde ich geil, weil die so anders sind zum Beispiel. Komplett anders. Und die haben total... Und die haben den sinnlosesten Motor überhaupt. Die hat einen fetten V8, der meist ganz viel Sprit säuft, weißt du? Und hier
weißt du, und ohne Leistung, weißt du, das feiere ich an den Dingern so. Guck mal hier, fährt der Caprice auf der Straße so, weißt du, so, abends so raus, fährt einer, denken, was ist er für ein Typ, 150 PS, das Auto ist langsamer als ein Trabant gefühlt. Ist doch geil. Auch ich glaube, der hat 170 PS sogar, der TBI. Aber egal, ne, ihr wisst halt, ne, aber ich feiere die Dinger halt so, weißt du, das ist das Ding. Feier ich komplett. Guck mal, zum Beispiel hier, das sind so Autos halt. Und die Trabis, weißt du, guck mal, Trabi ist ein Auto. Die DDR-Geschichte und so ist ja auch interessant. Da bin ich ja auch viel dabei, habe mir viel rausgetüdelt. Aber ich finde das Auto an sich viel lustiger. Weißt du, eine Karre zur Hälfte aus Duroplast und Blech, weißt du? Dann ein Zweitakter, ohne Cut, ohne alles, 1989, weißt du? Die ganze, weißt du, damals war das so gewesen, da war ja die Wende. Da kamen die Dinger nach Deutschland und die ganze Westen so. Weißt du? Und die wollten die Dinger auch noch verbieten. Haben sie aber nicht geschafft, weißt du? Und jetzt fährst du mit dem Ding, mit einem H-Kennzeichen durch eine Umweltzone. Geht auch gar nicht geiler, oder? Oder der Robur. Alter, das ist... Soll ich was dazu sagen? Ist doch voll geil. Also so, ne? Das heißt der Gurkenfaktor. Und das feiere ich halt so dran, ne? Das ist gar nicht mal unbedingt, dass ich die Autos mega feier, teilweise, sondern einfach nur diesen, allein die Dinger, dass sie so existieren, wie sie sind, feier ich. Guck mal, er hier, Alter, guckt ihn euch an. Weißt du, ist doch voll geil. Ich feier das. Weißt du, das ist, ne, wie gesagt, und gut, die DDR-Geschichte finde ich persönlich sehr interessant tatsächlich. Habe ich auch mich viel mit beschäftigt, aber es ist halt witzig. Es ist halt total geil. Und hier, guck mal, überleg mal, wie viele Petitionen es damals gab, wo der Trabi im Westen rumfuhr, um die Dinger zu verbieten, Alter. Weißt du, die wollten die von der Straße haben. Und weißt du was, da fand es mehr von rum als Tesla. Ich feier das. Feier ich wirklich. Das ist so das Ding. Einerweilig ist auch ganz geil, du kannst die Dinger halt auch ewig reiten. Tobias, guck dir mal die Motorlager an, die sind meistens hart und dann dröhnen die Dinger wie blöde. Kennt ihr eigentlich schon mal einen neuen Freund? Ey, alles gut. Entspannt. Mann, ja. Traurig ist er. Ne? Das ist Bernd. Bernd, der hat ganz schön einer auf den Kopf gekriegt. Den habe ich irgendwo gefunden. Ich weiß noch nicht wo. Ja, ihr wisst so. Ach so, mit Mr. Do It und so. Das ist doch gut, dass er wieder da ist. Ich bin mir aber ganz sicher, dass er so schnell wieder da ist, wieder schnell wieder weg ist. Ohne Scheiß jetzt. Das ist doch alles Getüdel. Wie gesagt, solange er nicht sagt, was los war, vertraut ihn die ganze Community doch gar nicht mehr. Das ist mal eine andere Geschichte, das muss er halt wissen. Er ist ganz gesichtlos, ne? Das ist hier so... Obwohl, ich feiere das ja, ne? Ich hab den... Kennt doch den schwarzen Nissan Almera? Den ich gekauft habe in dem Video, wo Gordon und ich im Knast waren, haben wir ja vorhin einen Nissan Almera gekauft. Den Wagen habe ich verkauft. Tatsächlich. Ne? Ja, ich verkaufe den Wagen. Der steht hier wohl noch, weil Gordon den gerade noch fertig macht, weil ein paar Sachen hat er, die uns stören, rostmäßig vor allem. Ne? Ihn hier. Ich habe ihn schon mal sauber gemacht, Autofelgen draufgeschraubt. Der ist weg, der Wagen. Der wird auch schon zu drei Viertel bezahlt. Naja, Fakt auf jeden Fall ist, der wird jetzt die Tage abgeholt. Und die Käufer von dem Auto, ne? Die kamen tatsächlich mit einem Tesla. Ich glaube, eine Freundin von ihm gewesen, vom Tesla-Fahrer. Der war ganz in Ordnung. Und da hat sich Gordon so diesen Tesla angeguckt, rennt er so umrum, so, Dampfe in der Hand, weißt du, so, wenn man so kennt. Und dann hat der Tesla währenddessen gefurzt. Also der hat Furzgeräusche abgespielt. Eine Karre, die furzt, Alter. Ich sehe nicht richtig. Auf jeden Fall hier war ein sehr interessantes Thema. Michi, Alter, da bist du ja. Wenn du schon nicht original bist, dann bin ich im Chat. Moin, du. Auf jeden Fall, ja, das war ziemlich, der Gordon guckt die Kiste an und dann fuhr das Ding los. Und dann meinte er, nur guck, und der andere macht so mir, passt. Der hat mit Gordon kommuniziert. Gordon hat mal zurückgeschossen. War aber ganz witzig. Ne? Das ist ja nicht unser Tesla, das war ein Kunde, der ein Auto gekauft hat hier. Ne, oder der halt jemanden gefahren hat, der ein Auto gekauft hat. War für ihn, glaube ich, nur ein, war eigentlich für ihn nur ein hier,
Dings ein Auto, hier so ein Firmenauto. Ne? Ist ja das Ding, weißt du, das ist dieses Getüdel. Aber wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass die Dinger Dampf haben, dass die auch ganz gut laufen und sowas. Aber ihr wisst ja, bei mir ist das so, ich scheiß eigentlich ziemlich auf Leistung. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das gibt mir halt nicht, das Feeling ist halt nicht da für mich so, ne? Aber auf jeden Fall hier werde ich tatsächlich, ich werde ihn mal fragen, ob ich den mal fahren darf, wenn er jetzt mit dem Ding wiederkommt. Dann kann man ein Video davon drehen. Aber wollt ihr ein Tesla-Video sehen, wie Gordon und ich Tesla fahren? Ich glaub, wenn ich ganz lieb bin, darf ich sehen, mal eine Runde mit drehen mit dem Teil. Oder wollen wir das gleich ganz lassen? Also ich glaube, so vom Feeling her, glaube ich, ist das wie so eine mittlere Rakete. Aber irgendwie so, da klappert nichts. Und wenn er klappert, ist langweilig. Leistungsarm Verbrauchsstand, das ist unser Style. Eisschlecken durch eine Glasscheibe, ja, kann man sich vorstellen. Deswegen, das Problem ist einfach gar nicht mal, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Karre scheiße gut fährt, okay? Das Problem daran ist aber, ich feiere halt dieses Drumherum nicht. Ne? Zum Beispiel, ich selber habe ja ein iPhone. Ne? Das iPhone habe ich mir nur geholt, weil ich hatte wieder keine andere Wahl. Weil die am Telefon so gemeint haben, bei der Rückgewinnung, was willst du denn für ein Ding haben? Ich denke, scheiße, ja, iPhone. Das gleiche wie das alte, eigentlich was gefühlt. Auf jeden Fall ist das so, dass das irgendwie so ein iPhone ist mit vier Reifen. Und das feiere ich halt jetzt nicht so, dieses Thema. So, weißt du, so mit Updates auf dem Auto und keine Ahnung was. Weil ich mir das vorstellen kann, wenn so ein Ding mal 20, 30 Jahre alt wird, kannst du das wegschmeißen. Und ich kann wetten, Udo wird die Scheiße nicht annehmen. Weißt du, so in der Art. Und das ist ein bisschen teuer. Man kann Klappergeräusche abspielen, okay, dann geht's ja. Dann kann man ja die Gurke simulieren. Ja, genau, so können wir vorstellen. Probefahrt mit dem Tesla-Mars und den schaffst du zerlegen. Der ist scheiße, das machen wir auch nicht. Ne, und den schaffst du kaputt. Müsst ihr gerne sehen, würde sich freuen. Tesla mit Dieselstandheizung. Ja, Mann, das wäre geil. Hier die China-Heizung da rein. Das ist das Problem daran. Und deswegen, das ist das Ding. Und das finde ich halt, das ist der Grund. Also die können ja alles so bauen, was sie wollen. So. Weißt du, die Kisten und diese alles. Weißt du, die können auch ihre 900.000 Kilometer fahren. Das tun die sicherlich nach einer bestimmten Zeit irgendwie auch, wenn man Vierfahrer unterwegs ist. Da kannst du mit einem Diesel aber auch machen. Ne, nur das Ding ist halt, wenn du so als normaler Autofahrer, also ganz normal kombiniert Verkehr fährst, der 10.000 im Jahr und das Ding 20 Jahre lang fahren willst, das geht damit nicht, glaube ich nicht. Und die Typen in Afrika wollen die Scheiße dann auch nicht haben. Und dann hier haben wir die ganze Scheiße an der Backen, die Schrauben sind voll damit und Arschlecken. Das ist ein bisschen meine Sorge mit dieser ganzen Elektroscheiße. Mit dem ersten Golf mit Airbag, sagst du, ersten Golf mit Airbag auch irgendwann. Ja, genau, deswegen. Clown hier, Alter, ich danke dir für 15 Mark 32. Danke dir, Mann. Ja, wie gesagt, das ist das Thema. Und so mit Airbags und so, wie gesagt, bin ich auch nicht der größte Fan von. Ich habe auch keine im Auto. Doch im Kuhnweg habe ich welche. So diese Pflicht-Airbags halt. Obwohl die ganz praktisch sind, kann ich mir vorstellen. Ich fahre meistens Indoor-Karren, die nur 100 fahren. Guck mal, ein Trabi fährt nur 100, der K30 fährt nur 100, brauche ich keinen Airbag. Da kann ich mich selber, brauche ich mal einen Gurt eigentlich. Geilsten ist der Kübel eigentlich. Also der Kübel ist eigentlich Innovation und Sicherheitstechnik. Guck mal, ihr habt eine Karre, weißt du? Guck mal, ihr habt ein Cabriolet, ne, weißt du? Ohne Türen, weißt du? Ohne Gurte. Oder für 120. Das ist eine Karre, die feiert, das ist absolute hohe Sicherheit. Das Auto feiere ich komplett. Feiere ich wirklich. Kleinere Karre gibt's nicht. Der Planetenkiller läuft, ja, Mann. Nicht mal ein Überrollbiegel, auch diese Trams. Ne? Diese Trams gab's ja, da gab's ja die Zivilvariante, ne? Die hatten ja hier.
die hatten ja tatsächlich sogar einen Überrollbügel gehabt. Der aber nicht. Ne? Dem auch ein Auto, was ich unbedingt jetzt machen möchte und wo ich irgendwie die Zeit nicht mehr finde. Eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte den Chevy Van schneller zum Laufen. Also mein Kopf hat der Chevy Van jetzt eigentlich schon fertig, vom Plan her. Ja, ich habe sogar abgeschlossen, zugemacht. Also das ist perfekt, besser geht's gar nicht. Dr. Alter, 4 Mark, Mann, danke dir für den Sonntagsklaus. Den üblichen, man kennt ihn. Ich habe auch eine Gurke, Dieter, so muss das. Ich auch, sogar 2 gefühlt. Mit Kübel zu Marco, ja, wäre cool. Der Kübel hat ZV. Ja, wenn du einen Kollegen hast, die mitzuschmeißt, die Kette. Deswegen, das ist das Ding. Übrigens, ich hatte Fragen gehabt, ne? Soll ich euch mal ein ziemlich trauriges Ding erzählen? Hier, mein K30, man kennt ihn, ne? Weil es ja letztes hat mein Daily Driver. Tatsächlich haben wir die Keilriemen jetzt so hingekriegt, dass sie nicht mehr reißen und nicht mehr quietschen. Also schon mal Gewinn auf eurer Linie. Das Keilriemenproblem scheint gelöst zu sein. Die letzte finale Ritt ist am Dienstag, wo ich nach Schleswig-Holstein fahre mit dem Ding, okay? Damit sehen wir alles so ein bisschen. Pass auf. Der Scheinwischer ging ja nicht. Dann bin ich einen Tag später wieder eingestiegen in das Ding, nachdem ich mir einen neuen Scheinwischermotor gekauft habe, weil nämlich kein Strom, weil der Strom ankam, er ging nicht. Pass auf, ich habe 200 Euro bezahlt für diesen scheiß Motor. Ja, ich muss von Kohle reden, weil das tut echt weh. Pass auf, jetzt plötzlich, ein Glück, er geht nicht mehr. Hab ich ja Schwein gehabt, ey. Puh, jetzt geht er wieder nicht, okay. Gut, alles okay, hab nichts gesagt. Okay, er ist doch wieder kaputt. Steht bei mir im Flur. Auf jeden Fall ging die letzten 3 Tage mein Scheibenwischer dann wieder. Problemlos. Sag mal, guck hier, Klöten, so langsam gehst du mir echt auf den Senkel, ohne Scheiß. Du probierst nur immer so ein bisschen mit mir anzuecken. Ne? Ich hau dir immer so ein 30-Sekunden rein, oder also 30-Minuten-Ding rein. Also langsam, echt, also das merke ich bei jedem Stream. Ich ignoriere dich so ein bisschen weg, aber rumtrollen kannst du woanders, Alter, das feiere ich nicht. Das merken ja auch erst mal im Chat jetzt gerade. Und ich feiere das, obwohl du dabei bist, immer. Und ich feiere das, bin ich gut. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Weißt du, Klöten hin oder her, aber ne, lass die Klöten mal stehen. Ich weiß schon wieder meine. Mit dem Markus Gurkentrigger auf dem Prüfstand. Das wird ziemlich für dich feiern, ja. Aber passt da, glaube ich, nicht. Ja, so läuft das. Siehst du, Gurkenpümmel sagt, ha, 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 das passt. Die Gang geht auch. Das Schlimme ist ja, beim K30 ist das so. Übrigens, auch für den Arsch. Ich bin gerade mit dem Caprice hierher gefahren. Ne? Der Caprice hat einen defekten Fernlichtschalter. Ne, natürlich hat der Fernlichtschalter jetzt einfach mal so, ich bin eingestiegen in das Auto. Ne? Und dann hat er einfach mal angefangen, dass er Dauerfernlicht gemacht hat, der Sack. Da bin ich komplett mit Dauerfernlicht hierher gefahren. Die Leute, die haben mich gefeiert, denen ich entgegengekommen bin. Komplett. Was eine Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt einen Gurkenschalter einbauen, wie in dem Pontiac, damit ich endlich wieder wegschalten kann. Nee, der Kompression haben wir noch nicht getüdelt, aber tatsächlich hat das der Vorsitzer gemacht von dem Auto. Das haben die beiden gemacht. Ich glaube den beiden. Den E34 hole ich morgen. Für Kairim hast du einen K30 geholt. Oh, hör bloß auf, Alter. Ich glaube, der K30 hat von mir jetzt, also wenn man das in Geld rechnet, bin ich ungefähr bei 200 Euro für Kairim. Nicht, das war, weil ich immer ein Z gekauft habe. Für 30 Euro Z habe ich die gekauft damals. Bei hier K30 Parts. Die ganzen anderen Dinger, die ich habe, die ganzen anderen Keilriemen, die ich habe, sind, also ich glaube, diese Servopumpe habe ich locker 5-mal. Den für die Zweitlichtmaschine habe ich auch locker 5-mal, ne, 4-mal. Und den für der mal durchreißt, habe ich halt nicht. Keilriemen-Abo. Kann sein. Also ich denke mal, ich bin jetzt wahrscheinlich jedes halbe Jahr ein, wenn ich Glück habe. Wir werden es sehen, die Tage. Ne? Übrigens zum Thema hier rote Nummern, das sind meine rote Nummern, meine 07er-Kennzeichen. Ne? Das sind Oldtimer-Kennzeichen, keine Händler-Kennzeichen. Ist sowas Ähnliches, aber halt nur für eigene Oldtimer. Keilriemen pro 100 Kilometer, ja Mann. Das ist echt schlimm, das stinkt ja auch so richtig. Ne? Das ist richtig übel. Also richtiger Abfuck. Das mit diesem scheiß Scheibenwischermotor stört mich jetzt richtig. Das will ich jetzt voneinander haben, ne? Der Kalpo ist aber Fördern, ja? Ich war außerdem nicht bei Fördern gewesen. Ich bin in den letzten Tagen echt im Stress gewesen. Übrigens kennt ihr ihn hier. Der Pappkamerad ist der Bruder von dem anderen. Der hat hier sich mit einem MG-Nest hingestellt. Der weiß genau, was Phase ist. Oder will ein Foto machen, kannst du ja aussuchen.